Schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Resident Evil 2 mit Marc und Toffi. Hey. Jetzt bin ich wieder sozusagen am Zug und wir laufen erstmal dem kleinen Mädchen hinterher. Nicht so, dass ich privat kleinen Mädchen hinterher laufe. Aber in dem Fall, kann man das schon machen. Aber genau. Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Wenn ein Mann einen kleinen Jungen hinterherläuft, das ist dann wieder seltsam. Ja. Aber wenn die Frau einen kleinen Mädchen hinterherläuft, ist es... Oh, ja. Ich glaube echt, du bist zu spät gekommen jetzt. Das ist seriously. Wir hätten keine ganze Folge warten sollen. Ja. Okay, ich muss mich jetzt erstmal orientieren. Boah, oh, ist das übel. Also jetzt schauen wir mal, ob es überhaupt das kleine Mädchen ist, aber ich vermute mal stark. Ich hoffe es doch nicht. Das wäre schon echt... Wär aber fast ein bisschen zu hart für das Spiel, ehrlich gesagt. Oh, das kann ich mir auch fast gar nicht vorstellen. Ja. Bitte. Gut, wir können jetzt mal... Ich finde, das wäre mal ein guter Punkt, um einmal für einen Schuss den Granatwerfer einzusetzen. Ja, schauen wir mal, was der eigentlich kann. Ist ja noch gar nicht eingesetzt. Ich muss mich selber ein bisschen zurechtfinden, das Steuer. Ja, okay. Er kann nichts. Wahrscheinlich hätten wir warten müssen, bis sie aufstehen. Hm. Schade. Wahrscheinlich einen Schuss verballert. Nee, das war noch ein Blitzschuss noch. Ja. Ja, wir haben nicht viel Wahl. Also jetzt habe ich sowieso keine Wahl mehr. Ja, ich würde mir wünschen, dass der dann sterben würde. Dann. okay. Kannst du ein Kraut nach denen werfen oder einen Granat? Ja. Achso. Was hast du halt noch? Und dann benutze ich Granatwerfer. Oder prügel mich durch. Ja, wenn du ihn wegschubst, ist Kasten auf. So. Okay, das ist kein kleines Mädchen. Wir gehen dann nochmal hin, wenn wir mehr wieder Munition haben. Ja, okay, dann ist es offenkundig kein kleines Mädchen, das heißt wir haben sagen, lass in die Bibliothek gehen, wenn wir eh schon hier sind. Achso, ja, ja, klar. Ich schätze mal, irgendwo wird das kleine Mädchen hin sein. Also. Oh, ich schau jetzt nur, ob da was drin ist. Ja. Praktisch. Kann man nehmen. Haha! Ach, das kommt tatsächlich sehr praktisch, muss ich sagen. Dann können wir auch 30 Schuss, Alter! 30, was ist da los? Ja, gut, das war jetzt auch ein Gang mit 6 Zombies. Ja. Ja, gut, die können jetzt platt machen. Und dann können wir uns tatsächlich mal die Bibliothek anschauen. Toll, jetzt dürfen wir uns die schlechten Texturen aus der Nähe anschauen. Ach, Gesundheit, du hast genießt, glaube ich. Nee, gehustet, aber trotzdem. Okay. Manchmal verwechsel ich das und ich finde das immer mega peinlich. Nein, eigentlich ist es mir egal, aber es ist dann schon irgendwie komisch, wenn du Gesundheit sagst, obwohl die betreffende Person genießt hat. Nicht genießt hat, sondern gehustet hat. Aber warum darf man jemanden beim Husten keine Gesundheit wünschen? Ja. Ich frage mich, in was für einer Welt leben wir eigentlich? Okay. So schnell kann man auch 30 Schuss loswerden übrigens. Wie viel haben wir noch? Wir haben noch 13 plus 8, 21. Okay. Puh, das hat gestimmt. Ja, kurz am Überlegen. Ah. Oh, scheiße. Oh, nee. Alter. Das ist aber echt scheiße. Wo war denn das? Hast du keine Ahnung, wo das war? Ja, vielleicht war es in dem Gang... Direkt davor. Also, wo wir jetzt waren, waren keine Fenster. Denn es kann, also wenn es an dem Stockwerk ist, kann es nur der Gang ganz links sein. Also der mit dem Stars. Also mit dem Stars Gang. Eigentlich schon, ja. Was doof ist, weil wir in den Raum nochmal rein müssen mit dem Star, also ins Stars-Büro. Ja gut, hilft ja alles nichts. Ja, wir hatten ja noch nicht mal Drähte, wir haben ja auch nichts, hätten auch nichts dran ändern können. Ja, können wir gleich kombinieren. Man kann sich es auch nicht immer aussuchen. Also Kinder in dem Alter kann ich aus eigener Erfahrung so ablesen, nicht so gern nicht, deswegen ist das Mädchen irgendwo anders. Ja, stimmt. Ich frage mich echt, ob man das... Ja, sie liest ja scheinbar auch nichts mehr. Wenn sie sagt, ganz ist useful hier. Was? Oh, da stand was über Umbrella. Company Data Files Primarily on Umbrella Inc. Incorporated. Okay. Also,
dadurch ist es kein Déjà-vu, dadurch, dass wir es erst vor kurzem gespielt haben. Aber man kommt immer wie so ein Déjà-vu vor. Mhm. Ich glaube, wir müssen jetzt hier außen rum und dann können wir da hinten uns runterfallen lassen. Ah ja, genau. Um überhaupt das Rätsel lösen zu können. Ja, genau. Genau das stimmt, hatte ich auch schon wieder vergessen. Kannst du merken, oder? Ja. Ja. Ich bin auch so relativ sicher, dass so viele Optionen gibt es da nicht. Das schaut doch schon gut aus, fast fertig. Ist auf jeden Fall. Einmal nach rechts. Und das andere auch nochmal. Also links noch eins nach rechts. Das linke? Also ich glaube, die anderen passen. Ja, stimmt, stimmt. Das muss, glaube ich, einmal nach rechts sein. Genau. Was wird das klicken? Ich habe absolut keine Ahnung. Ja, ist egal. Irgendwas wird es schon sein. Nicht Fragen aufsammeln. Aha. Den ist haben was anderes. Haha. Ja. Wir haben, sonst haben wir nämlich die Schachfiguren gefunden. Stimmt. Jetzt haben wir so die japanische Variante, haben die Go-Steine. Ja. Es gibt halt, das ist doch dieses japanische. Kennst du, oder? Dieses japanische Schachding Go. Nö. Ich höre gerade echt zum ersten Mal auf. Okay. Also die haben so, also es ist annähernd so ähnlich. Na ja, gut, da kommen wir auch gerade hier raus. Bevor ich jetzt. Sicher, also sicherheitshalber nicht, dass wir noch über einen Zombie-Gang gehen. Ja, also es ist nicht exakt das gleiche wie Schach, aber es ist halt so. Also vielleicht ist es auch gar nicht japanisch, es wird nur in sämtlichen Animes gespielt. Okay. Also in sämtlichen mittelalterbasierenden Animes. Und das ist Go heißt das, und das ist halt praktisch so, ist so ähnlich von der Theorie wie Schach, glaube ich. Nur dass du halt solche, eben solche Steine hast, die du einsetzt. Okay. Aber wir können es mal untersuchen, das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren. A 6-inch stone with a snaked edge on the side. Okay. Okay, jetzt gehen wir erstmal zur Box. Schmeißen alles raus, was wir so haben. Dann gehen wir hoch ins Stars-Büro. Holen deinen Schlüssel und dann haben wir eh wieder. Dann haben wir den Bereich eigentlich schon relativ durch bis. Ja, unten ist halt noch der eine Raum, den wir dann wiederum mit dem Stars-Schlüssel aufsperren können. Ja, stimmt. Stimmt, 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 ja. Okay, ich schmeiß mir hierher. Die Munition lassen wir da. Den schmeißen wir zum anderen. Dann so, hat das jetzt alles seine Richtigkeit. Heilung reicht. Absolut. Wir finden oben sowieso noch Heilung. Ich glaube, die Säurepatronen können wir auch erstmal da lassen. Wir haben ja noch 5 Schuss drin. Ja, ja. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt auf einmal so viele krasse Gegner treffen. Ja, für die paar Meter, die wir jetzt gehen. Ich lasse jetzt tatsächlich da. Und wir sollten aber dran denken, wenn wir nachher, wenn wir alles oben eingesammelt haben, hier die Säurepatronen trotzdem mitzunehmen. Kannst du hier lang gehen? Oder ich glaube, können wir vorstellen, dass der. Aber es ist, glaube ich, egal. Ist wurscht. Ja, so fühle ich mich ein bisschen sicherer, falls die Zombies doch da sind. Nee, Schwachsinn, die Zombies sind. Nee, Moment, die sind. Also, wenn, dann sind die Zombies hier, glaube ich. Weil das ist ja im Erdgeschoss. Ach, das war im Erdgeschoss? Ich glaube schon. Ich weiß es auch gut nicht. Also ich bin mir auch nicht sicher, welcher Gang das ist. Dann gehen wir tatsächlich oben lang. Hätte ich auch tatsächlich von Anfang an oben lang gehen können. Egal. Weiß das mal alles vorher. Ja, ja. Eigentlich sollten wir es wissen. Haben schon mal gespielt. Das stimmt. Also fast. Das stimmt, ja. Wird uns, glaube ich, richtig fehlen, wenn wir irgendwann die Resident Evil spielen, die keine Animation für Türen oder Leiter oder sowas haben. Ja, es ist nicht mehr viel. Das noch und halt ist freier. Obwohl Veronica weiß ich gar nicht. Code Veronica hat es auch noch. Okay. Code Veronica war schon für PlayStation 2, oder? Ja, yeah. Okay. Aber keine Sorge, das schaut auch nicht so schlimm aus. Okay. War damals. Code Veronica war eigentlich für Dreamcast, wenn man es genau nimmt. Und erst die X-Version kam dann wesentlich später für die PS2 raus. Okay. Weil, die Dreamcast ja dann mit der PS2, auf dem das Spiel dann rauskam, interessanterweise, erstmal schön den Bach runtergegangen ist. Spielen wir denn die X-Version oder was? Oder das Original? Also wenn du mir einen Dreamcast aus dem Hut zauberst. Achso, ich dachte, das gibt's vielleicht. Ich dachte, die X-Version gibt's für PlayStation 2. Ja, das ist die. Also es gibt. Achso, dann spielen wir ja. Achso, ja gut, ja, dann. Ich glaube, das X steht wirklich nur dafür, dass es halt eine etwas andere, aufgemodelte Version für die PS2 ist. Im Prinzip ist es das gleiche Spiel. Auf einer anderen Konsole. Hm.
Prinzip ist es so die die Disc vom Dreamcast reingestopft in die PS2. Okay. Das hat ich glaube, das hatten wir ja schon alles. Ja. Sicher. Oh, das haben wir schon mal. Haben wir auch schon mal angeschaut. Gesehen. Hey, ich geh jetzt trotzdem noch einmal außen rum. Ich weiß, du hast es auch gemacht vorher, aber. Du weißt ja, wie es ist. Sicher. Kannst du denn noch zum Regal gehen? Ich weiß gar nicht, ob ich da geschaut habe. Naja, rechts liegt noch eine Pistole, aber ich glaube, das ist auch nur eine Textur. Warum die Pistole aufnehmen, als ob ich die jetzt brauchen könnte? Okay. Das ist eine bessere Pistole. Ja, aber schon. Ich bin mir fast sicher. Die Pistole ist ja auch schon schlechter als die von Leon. Deswegen hat er uns auch die mitgegeben und nicht die andere. Weil, ja, Herbert, weil die weniger Munition fasst. Also seine hat 16 ja, Schuss gefasst und die hat fast 13. Aber war sowieso nett, dass er eine zweite dabei hatte. Komm, man. Eigentlich dürfen wir uns nicht beschweren. Das hätten wir uns hier durchmessern müssen. Ja. Oh, das ist nicht. Das ist disorganized, okay. Den anderen Revierschlüssel, den wir jetzt inzwischen wissen. Ja, okay, ich glaube, da gibt's nichts mehr. Ich sehe da auch jetzt auf jeden Fall nichts. Kannst du die Armbrust halt noch holen. Ja, und halt das erste Hilfsbrei. Ah, ja, genau. Hab ich vergessen. Ja, müssen wir uns ein bisschen näher ran. So. Hallo. Das ist doch ein erster Hilfe. Ich ja, weiß aber, nicht. Letztes Mal war eins drin, dass die Frau erklärt, das aufnehmen kann. Vielleicht sind ihre Arme zu kurz. Ja. Kommt nicht dran. Ach komm, das ist lächerlich. Das ist tatsächlich doof. Schade. Hätte mich gefreut, ehrlich gesagt. 18 Schuss. Das klingt ja schon mal so danach, als sei das jetzt nicht so die fancy Endboss-Waffe. Das heißt, wir können das ja mal gegen Zombies einsetzen. Nur mal so testweise. Ja, ich weiß nicht, aber das ist halt doch gerade eine Endboss-Waffe. Ja, aber mit 18 Schuss noch nicht. Können wir mal schauen, was da steht. A powerful bow gun primarily used to hunt large game. Ja, also das klingt schon so nach Endgegner. Also wir ballern da jetzt nachher mal mit dem Teil auf ein Fax! Das kennen die Leute heutzutage gar nicht mehr. Das war bevor die Leute. Ach, E-Mail kennen sie ja auch nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, vor E-Mail. Aber früher hat man sich wichtige Notizen und Daten mit einem Faxgerät zugeschickt. Okay, das haben wir definitiv noch nicht gelesen, weil wir noch keinen Fax bekommen haben. Federal Police Department Internal Investigation Report. Mr. Chris Redfield, welcome to the Police Department Stars Division. As per your request, we have conducted our internal investigation and discovered the following information. First, regarding the G-Virus currently under development by Umbrella Incorporated, so far it is unconfirmed, okay, that G-Virus ever exists. We are continuing with our investigation. Second, regarding Mr. Brian Irons, chief of the Raccoon City Police Department. Mr. Irons has allegedly received a large sum of funds in bribes from Umbrella Incorporated over the last 5 years. He was apparently involved in the cover-up of the Mansion Lab case along with several other incidents in which Umbrella appears to have direct involvement. Mr. Irons had been arrested under suspicion of rape on two separate counts during his years as a university student. He underwent psychiatric evaluation as a result of the charges, but was released due to circumstantial evidence as well as his phenomenal academic standing. As such, extreme caution is advised when dealing with him. Jack Hamilton, Section Chief, Internal Investigation, United States Federal Police Department. Okay, sie sind also Umbrella auf der Spur und Chief Irons, was ich schon krass finde. Was ist denn Internal Investigation, Federal Police Department? Das ist FBI. Ja, interne Ermittlungen, also wenn intern irgendwas schief läuft. Und finde ich schon krass, dass sie auch gegen Umbrella ermitteln. Normalerweise müsste man denken, die kaufen sich überall frei. Ja, eigentlich schon. Und ganz lustig fand ich, wo das über den Irons halt gerade drin stand, so ja, eigentlich ist er wegen Rape, also wegen Vergewaltigung angeklagt gewesen, aber er hat so gute Noten gehabt, deswegen haben sie es sein. Das stand doch da. Es ist das wie die 6 im Zeug, durch eine 1 kann man alles ausgleichen. Halt auch. Durch die 1 kannst du den Sex ausgleichen. Yeah. If you know what I mean. Ja, genau. Oh Mann.
Ja gut, jetzt haben wir hier alles aufgesammelt. Jetzt können wir eigentlich wieder zurück zur Kiste. Oder wir lassen. Na, erst die Hilfsspray nehmen wir vielleicht noch mit. Ja, wenn das geht. Das würde mich irgendwie wundern. Was denn? Doch, ich will ein Ach Erste-Hilfe-Spray so, holen aus aus der der Kiste, Kiste. ja. Ja, irgendwas müssen wir mitnehmen, weil wir jetzt in die andere Richtung gehen müssen, wo es. Also die Hälfte des. Oder die Hälfte des Gebäudes war echt angenehm. Tja, weil sie war super chillig. War ja Also, sogar echt chilliger, als wo wir mit ja, Leon da waren. viel. Also war ja halt ein Licker weniger. Ja, noch weniger Zombies. Ja, Oh, stimmt. schon gar keine. Stimmt. Also in dem Starscan. Ja. Und auf der anderen Seite ist dafür erstmal Mord und Totschlag. Müssen wir mal überlegen, wie wir da weiter vorgehen. Ah, Schwachsinn, wir haben ja noch einen Key jetzt. Hab ich jetzt Ach gar ja, nicht drin. unten stimmt's. Fuck, jetzt haben wir das. Ja, doof. Geh mir gleich hin. Ja, Ich hab was fast hinter uns? vergessen. Ich weiß gar nicht, was da noch drin ist. Bin Wir waren gerade. unten in dem Raum, wo der schwarze Polizist sich verbarrikadiert hat, waren wir noch gar nicht drin. Vermutlich kommen Ja, wir die da jetzt müssen. hin. Nee, da kommst du anders hin. Okay. Glaube ich. Also, ich bin mir jetzt auch nicht 100% sicher, aber. Naja, schauen wir doch mal. Ich auch kurz gedacht habe, dass das kleine Mädchen da gefressen wird. Ja, das wäre echt zu übel gewesen, eigentlich. Das wäre zu makaber. Aber hier kann ja gar nichts passieren, weil zumindest sollte nicht, weil wir haben die im Abspann gesehen von mit Leon. Stimmt. Die war einfach. Die kannte Leon auch, was total schräg war, weil wir sie als Leon nie gesehen haben. Verrückte. Tja. Ja. Wie gesagt, Claire hat ihr halt viele Geschichten erzählt. Also alles, was sie über Leon weiß. Also die 5 Minuten, die sie gemeinsam verbracht haben. Ja. Mir kommt vor, als wäre es gestern gewesen, dass wir uns kennengelernt haben. Ach nee, war heute. Ist die wichtige Frage. Haben wir die grünen Kräuter aufgenommen oder nicht? Ja. Ja. War ich mir jetzt nicht mehr sicher. Wo ist jetzt die? Das ist da Das ist hinten. die da Ich hinten, glaube schon, dass das der Raum ist mit ja. dem Schwarzen. Kann ich dir gleich beantworten. Sogar bevor wir reingehen. Ja. Also das ist dann der quasi der nächste Raum. Ja. Wenn der sich schon. Der kann sich doch jetzt nicht in Slow-Mo verwandeln. Also dann wird es ja langsam lächerlich. Wenn die gleiche Szene noch. Das geht echt nicht. Ach, waren hier nicht 1 Million Zombies, als wir das letzte Mal hier drin waren? Ja, ich glaube schon. Okay. Ist schon mal etwas besser. Sag ja, die Hälfte des Gebäudes ist echt angenehm da. Ja, aber es macht doch irgendwie Sinn, weil das ist die Hälfte, die Leon zuerst erkundet hat und deswegen ist in Claires Geschichte sind all die Gegner schon weg, weil Ja. Leon die schon Ich erledigt kann mir hat. aber im besten Fall nicht vorstellen, dass er nicht mitkommt, dass da irgendjemand einen Tyrant abhat. Dass so einfach so ein fetter Tyrant herumläuft. Ich frag mich, ob wir. Oh Gott, wie hieß er jetzt nochmal? Ich Was komme sind wir denn? der G-Virus-Erfinder. William Birkin, Ah ja. ob mit denen nochmal treffen. Ach so, ja, Weil das ist. der ist ja noch putzmunter. Also Ja. wie man das von so einem Typen mit dem Auge in seiner Schulter behaupten kann. Bow Gun Bolts. Ah, Das heißt, okay. also wenn du so viel Oh, Munition für okay. die Dinger bekommst, dann ballern wir damit aber erstmal ein paar Zombies mal drauf, Ja. wenn wir da welche sehen. Ja. Ah, ein Karamell. Nein. Plastik. Wo? Okay. Die untersuchen. All I need to know to destroy the wall being blocked by the helicopter is a detonator. Aha! Okay. Stimmt auch. Ich glaube, wir haben das gar nicht kommentiert, aber irgendwann war der Helikopter einfach weg. Also wir haben das auch, glaube ich, gar nicht so richtig realisiert. Aber als wir mit Leon gespielt haben, aber der war. Stimmt. Wo wir jetzt noch gar nicht waren, ist auf der linken, in der linken Gebäudehälfte ganz oben, oder? Bei der Bibliothek oben raus haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Bibliothek. Schauen wir auf die Karte, wenn mich nicht alles täuscht. Ach, du meinst da, ja, aber da brauchen wir ja erstmal das Zahnrad, oder? Aber Aber wir können komm, wir darauf können auch in hin. den anderen Räumen jetzt. Jetzt bist du da wieder Nee, zurück. ich will den Film entwickeln. Ach so. Weil der liegt sonst nur im Inventar. Der liegt so schwer im Magen. Nee, der liegt im Inventar sonst blöd rum. Ja. Bringt ja nichts. Wahrscheinlich jedes gleiche drauf, oder? Wie bei Leon. Wahrscheinlich jedes gleiche drauf wie bei Leon, schätze ich. Und dann legen wir wieder zurück. Es ist negativ. Ja, Was wir gerade genau. entwickelt haben, wie das funktioniert, weiß ich nicht. Das Ja, ist okay. exakt das gleiche Ding. Das ist ja unglaublich. Toll. Hätten sie sich. Also wie gesagt, damals hat man so viele Sachen noch nicht hinterfragt, aber ein klein bisschen mehr Feingefühl hätte man.
hätte man sogar noch geiler machen können, indem man einfach tatsächlich komplett andere Rätsel und sowas hätte haben können. Ja, die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Sieht so aus wie so ein Stück Butter irgendwie. Ja, ich habe mir echt gedacht, dass es Butter wäre. Ey, ich würde es einfach mal ausprobieren. Ja, also gut, wenn wir so viel Munition dafür kriegen, dann ist die wahrscheinlich auch doch nicht so stark, die Waffe. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal gespeichert haben. Ich glaube, dann mache ich das jetzt erstmal. Ach gut, das war mitten in meiner Episode, das ist schon ewig her. Ja. Wir kriegen schon wieder so eine mega schlechte Wertung, wenn wir zu viel speichern. Ja. Was haben wir? E oder F oder so haben wir, glaube ich, bekommen, glaube ich. E. Was heißt, also F wäre wahrscheinlich schlechteste gewesen. War schon hart. Aber das ist halt nur D diesmal, wenn wir jetzt ein bisschen schneller hier durchkommen. Das war gar nicht die Geschwindigkeit, ich glaube, das war das viele Speichern. Das ist halt wirklich, ich glaube, das. Also klar, Geschwindigkeit kommt es drauf an, dann wie viel Schaden. Vor allem, wie viel du dich heilst, ist auch so ein Punkt. Okay. Und halt, wie oft du speicherst. Und ich glaube, wenn du mehr als 7 oder 8 Mal speicherst, kannst du schon gerade knicken. Ja, okay. Aber der Punkt ist, ehrlich gesagt, ich bin da jetzt auch nicht so drauf aus. Nee. Das ist scheißegal. In so einem Spiel, wo ich keine Trophäen bekomme, weil das ist dann nämlich so, weil das nämlich ein fucking PS1-Spiel ist, da mache ich das nicht. Wenn ich keine Belohnung bekomme. Jetzt schauen wir mal kurz auf die Karte, ob es da oben dann noch was gibt in der Bibliothek. Ja, über der Bibliothek ist halt, also genau. Geh die Treppe rauf und dann bist du halt da ganz oben. Aber das können wir, ich würde jetzt erst ehrlich gesagt erstmal kurz den Raum hier klären. Ja, okay. Danach kommen wir können über die Haupthalle, können wir da auch noch hoch. Da kommen wir sogar schneller eigentlich. Ja, schön. Dann können wir mal schauen, aber wahrscheinlich brauchen wir da auch das Zahnrad. Könnte ich mir jetzt mal vorstellen. Ja, wahrscheinlich. Boah, die schießt aber ganz schön viel auf einmal. Ja. Warte mal, schauen wir mal in das Inventory. Ja. Wie viel hattest du? 15 mal oder? Ja. Ich wusste gar nicht, dass sie mehr als einen schießt. Man kann aber auch nicht umstellen. Ja. Aber es ist eigentlich okay, solange der weg ist. Also der eine ist ja instant down gewesen. Der schaut auch nicht mehr sehr lebendig aus. Ja, die schießt. Drei auf einmal. Sieht man ja auch. Das heißt, wir haben eigentlich nur 14 Schuss. Glaube ich. Ach, scheiße. Oh. Das ist natürlich bitter. Also. Ah, oh, das ist scheiße, wenn ich es richtig zählen kann. Oder war das so eine Anspielung? Ja, das ist ganz schön scheiße, wenn man nicht richtig zählen kann. Das war nicht so gemein. Ja, ich warte mal, bis der rauskommt. Oh Gott. Das kann sich nur um Stunden handeln. Wir müssen halt echt alle drei treffen. Bis die beim ersten umfallen. Ja, aber macht nichts, mein Gott. Ja. Das heben wir es aber auf, weil wir dir dann für diesen Eingang mit dem 1 Million Zombies ganz gut brauchen können. Ja, ich glaube, das ist ja wirklich gut. Ich glaube, das ist auch so der Gedanke, dass du halt für die starken Jungs nimmst du den, also für die ganz, ganz starken Jungs nimmst du hier, oh Gott, wie heißt es, den Granatwerfer. Und für die und für eine Menge an Zombies nimmst du das Sound Detonator. Müssen wir uns merken. Aber den Helikoptergang, ich glaube, das ist eh der Gang mit dem Tyrant, oder? Kann ich mich nicht täuschen. Ja. Oder ist es ein Gang weiter, das kann auch sein. Hey, das ist der mit dem Tyrant. Ja. Stimmt, das hier war die Mickey Mouse Party. Ja, genau. Guess your party will have to wait, Leon. Fand ich irgendwie ganz lustig. Oh Mann, das ist. Das ist auch so frustrierend, wenn du nicht weißt, ob hier noch irgendwas liegt. Aha. Gerne. Gerne, was? Gerne, gerne. Wir haben auch alles. Oh, da lag noch ein Zettel. Moment. Ist auch einfach nur irgendwas hingekraxelt, oder? Ah ja, das ist das Memo zu Leon, haben wir auch schon gelesen. Über seine Party. Gott, was wollte ich jetzt sagen? Es wirkt jetzt auch, als hätte man so mega viel Munition, aber ey, auf der anderen Seite des Gebäudes, da lauert auch schon einiges. Ja. Können wir ganz froh sein, dass wir das haben. Können wir eigentlich auf hier direkt zur nächsten Kiste gehen. Ja. Moment, das habe ich noch gar nicht gelesen. It's Today's Day, jetzt haben wir Michael Festival. Heißt da jemand Michael Festival? Oder ist es das Michael Festival? Ja. Keine Ahnung. Werden wir wohl nie erfahren. Nee. Weil Michael tot ist. Ja. Die alle anderen auch. Oh, das Festival ist schon vorbei. Ja. Okay, das war jetzt gleich mal wieder zur Kiste hin.
Kann man jetzt schon überlegen, was man als nächstes machen? Ob man die erst die Kristalle einsetzen oder. Ja, müssen wir mal auf die Karte schauen, weiß ich jetzt nicht. Also. Ich bin auch noch nicht gerade so sicher. Wir gehen halt rechts im Erdgeschoss in die andere Gebäudehälfte. Boah! Mit den 1 Milliarde Zombies. Ja, genau. Okay, wir können jetzt mal schauen, wo wir denn sind. Also, der eine Gang ist halt ganz blöd. Das Coole wäre halt, dann können wir den Tyrant erstmal, Tyrant mal schön Tyrant sein lassen und hier unten weitermachen. Mhm, genau. Oder wir gehen ganz nach oben, bei der Bibliothek. Ja, stimmt, das wollten wir sowieso machen, ne? Ich bin auch gerade überlegen, wo denn jetzt dieser Gang mit dem Tyrant. Das ist ganz rechts, der so zweimal gezackt ist. Ja, stimmt, das ist der mit dem Rahmen war der. Genau. Jetzt bin ich gerade was anderes im Überlegen. Ob das der Helikoptergang war oder ob das der andere Gang ist. Das müsste der sein, weil rechts diese Treppe ist ganz oben in dem Bereich. Also rechts oben die Treppe. Ich glaube, das war das vom Helikopter. Ja, das wird ja Sinn machen, dass der da durchgebrochen ist. Oder das war ein anderer Helikopter, man weiß es nicht. Nee, das war der schon. Ja gut, dann gehen wir jetzt. Jetzt lass mal überlegen, aber wo war der mit den Kristallen, der Raum? Der in der Mitte, kann das sein? Doch, das ist der. Das ist der ganze. In der Mitte, genau. Dann gehen wir jetzt erstmal über die Bibliothek, dann gehen wir in den Raum mit den Kristallen, dann machen wir das mit den Kristallen, ballern schön, dann noch hier den Licker da ab. Mhm. Das heißt, wir können jetzt erstmal den Bogen da lassen, würde ich jetzt sagen. Und dafür die Säuregranaten aufnehmen. Weil den Bogen würde ich ehrlich gesagt für die 1 Milliarde Zombies da im Keller benutzen. Auf jeden Fall. Dann können wir auch fast diesen einen Schlüssel da lassen. Moment. Dann müssen wir jetzt hier keine 20 Mal durch die Gegend laufen. Dann nehme ich den auf und den auf. Das passt. So, weiter geht's. Auf nach oben. Auf zum Atom. Diese Kirchenfenster im Polizeirevier. Das stört mich auch irgendwie immer. Der hier sein. Wahrscheinlich sind da auch erstmal wieder 1000 Zombies. Können die nicht vorstellen. Nee. Gar keine. Ah, okay. Auch nicht verkehrt, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich liegt da jetzt auch nichts oder so, aber wir haben mal geschaut. Ah, wer ist es hier? Ja. Achso, ja. Nee, klar, dass wir die Treppe erstmal nicht hochkommen. Ist schon klar, aber. Weil wir hier erstmal. Ach, das mit das Ventil. Aber es hätte ja sein können, dass hier irgendwas liegt. Okay. Irgendwo oben können wir eh noch nichts machen, oder? Wir müssen. Wir machen jetzt das mit den Kristallen und dann langt das auch erstmal. So. Dann beim Tyrant können wir uns halt echt überlegen, ob wir den ignorieren oder. Würde ich fast sagen, ja. Ja. Also, ich weiß nicht, ist unnötig Stress. Andererseits. Wir sind nicht sicher, ob der Munition droppt und dann ballern wir unser ganzes Zeug. Der droppt auf jeden Fall irgendwas. Aber ich. Schlag. Ja. Heilung wird's wohl nicht sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der was dabei hat. Andererseits, der ist nicht schnell. Also ich meine. Jetzt nicht nur wegen Ausweichen, sondern auch zum Abballern. Wenn du den auf einer gewissen Distanz hältst und dann schön reinballerst, kann ich mir schon vorstellen, dass du den echt dass du nicht so lange brauchst. Mhm. Andererseits ärgerst du dich grün und blau, wenn du die Munition danach nicht hast. Ach, ist alles komisch. Alles schwierig. Okay, bleiben wir kurz bei der Pistole für den nächsten Gang. Vielleicht nimmt er uns die Entscheidung auch ab und ist jetzt schon da. Jetzt. Scheiße. Ja.
weiß es echt. Irgendwann entscheiden wir uns schon. Okay, jetzt sind wir hier. Kannst schon mal die Granatwerfer auf. Ja, klar. Das heißt, ich gehe nach links und dann hoch. Moment. Ich bleibe bei den normalen Granaten, bis die weg sind. Ja, will ich auch sagen. Ich glaube, die Säuregranaten sind schon stärker. Das hängt, glaube ich, immer vom Gegner ab. Haha, der war hier. So, wir müssen gar nicht zu dem gehen. So schaut es nämlich aus. Ah, der ist saugeil. Ja, hatte ich mir schon gedacht. Ah, eine Kiste ist auch direkt in die Ecke. Perfekt. Ja, alles tutti hier. Letzte. Wenn der mich jetzt nicht tausendmal erwischt, was wahrscheinlich passieren wird. Ich kenne das doch. Ich glaube, du musst warten, bis er näher ist. Der hat nicht so eine krasse Reaktion. Ah, hier, da, ja. Ho. Okay. Ja, der macht auch so ein unheimliches Geräusch, dieses Hauchen. Ja, das einmal Schaden, das ist ein bisschen blöd gewesen. Aber es ist dennoch immer eigentlich keine so schlechte Taktik, auf die Licker zuzulaufen, wenn du so schon platt machen möchtest, weil die dann echt... Können die dich nicht so anspringen. Ja, die machen da, also das war jetzt blöd, also das war jetzt eigentlich ein negatives Beispiel dafür, weil normal machen die nicht so viel Schaden. Normal ist es ja echt so, dass die mit der Zunge oder mit dem Sprung so viel Schaden machen. Mhm. Und eigentlich ganz handzahm sind, wenn er ganz nah dran ist. Der Licker hat mehr Angst vor dir, als du vor ihm. Ja. Öffnen Sie Ihre Brustplatte, gnädige Frau. Ah, ist ja auch noch Stein drin, okay. Vor allem, wenn du teilweise doch andere Gegenstände sammelst, statt jetzt hier die Schachfiguren, sammelst du ja solche Steine ein. Ich denke mir, da hätte man sich auch noch was hier für die roten Steine überlegen können. Weißt du, so von wegen, dass du die woanders findest, weil, also für die roten Kristalle, die wir da eingesetzt haben, weil dann hätte das alles doch irgendwo Sinn ergeben. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay, ich würde mal sagen, aber wir haben es schon lange aufgenommen, dann reicht es jetzt mal für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Resident Evil 2. Also, bis dann. Ciao.